ihrem Todeskampf und da ist sie down. Hat aber anscheinend nichts gedroppt, oder? Ich weiß es nicht genau, kann es nicht erkennen. Nein, doch, da ist es, oder? Ja, da war was. Da haben wir noch einen Spinnenfaden. Unsere erste Beute in unserer Monsterfalle, yippie! So ein bisschen. Oh nein, das ist glaube ich nicht so gut. Ich habe da auch schon versucht mit Stufen oder sowas zu machen, aber das bringt auch nichts. Weil die nämlich nicht auf die Stufen drauf fließen. Und dann müsste man es vielleicht von hier aus machen, dass sie hier direkt auf die Stufe, aber das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Stufe würde dann das Ding blocken. Also gehen wir wieder hoch und gucken mal, was die Nacht noch so bringt. Den ersten Erfolg konnten wir ja verbuchen jetzt hier. Hat ja schon mal super geklappt. Da hinten sind ein Haufen Schafe. Ich muss da unten noch zumauern, da kommt auch zu viel Licht raus. Da hinten ist ein Skeletti. Skelettboy. Können die ein bisschen anlocken. Aber ich traue mich nicht so richtig nach. Komm, mach. Mal das Ding hier mal weghauen. Zombie. Kuckuck, Zombie. Hallo. Huhu. Ah, nein. Uah. Kommt alle her. Ihr seid herzlich eingeladen zu einer kostenlosen Akupunktur. Und wo seid ihr? Wollt ihr nicht? Oh doch, ihr wollt. Ihr wisst es nur noch nicht. Komm schon! Ah, du Sau, du Fiese! Gut, bei! Viel Spaß da unten! Noch eine Spinne! Da muss ich auch aufpassen, dass die nicht da hochgesprungen kommen nachher. Kurz die Schippe hier reinstecken. Creeper! Guck mal da! Creeper! Creeper! Huck, huck. Komm, komm! Da unten sind Freunde von dir. Oh, der Creeper hat gezischt. Aber mehr ist auch nicht dahinter. Hey. Kommen Sie. Kommst du runter? Ja, kommen Sie zur Party. Willkommen. So, jetzt hätten wir einen Creeper da unten drin noch. Da hinten ist dieser dumme Zombie, der kommt nicht. Das war der Creeper. Der zischt. Und dann hacken wir gerade den Baum ab. Ich bin halt ein klein bisschen lebensmüde. Man merkt es wohl. Aber so ist das eben. Jetzt schon wieder an zu regnen, können wir nicht mal eine Folge durchspielen hier, ohne dass es regnet. Noch ein Creeper und ein Zombie, jetzt geht die Party ja richtig ab. Oh, Scheiße! Komm, Zombie! Wo ist der Creeper? Ist der schon rein? Ah, da unten ist noch ein Creeper. Ich weiß nicht, ob das jetzt der neue ist oder ob das der von eben ist. Auf jeden Fall bleibt er da unten stecken ein bisschen. Ich mach hier die Bergbank, die holen wir auch gerade mal wieder mit. Da oben zischt's und zischt es. So, wir haben jetzt zwei seidene Fäden und zwei Federn. Mal gucken, ob wir noch was gefunden haben. Ach, guck mal da, da kommt's. Oh, das, ah, das Skelett war ja auch da, stimmt. Und zwei Schießpulver. Juhu, die Falle funktioniert. Das ist doch schon mal toll. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass da ein bisschen mehr abgeht. Und das können wir dann erreichen dadurch, dass wir draußen halt noch ein bisschen ausbauen und noch ein paar Zuflüsse durch Wasser hier herlotsen quasi, dass die Gegner ein bisschen hingelotst werden.
besser erreichen können. Da hinten geht es richtig ab, da ist voll Halligalli. Da müsste die Monsterfalle sein. Ich verstehe das noch nicht, da hinten ist der einzige Punkt, glaube ich, wo Licht ist. Und hier sind die ganzen Monster. Zombies wollen nicht mehr oder was? Haben die Verfolgung aufgegeben? Dann holen wir sie kurz nochmal mit. Kommt schon! Hier gibt es für jeden was zu machen. Vor allem, wenn die Zombies hier in den Kaktus reinkrachen, dann sehen die nämlich so richtig aus wie der Hellraiser. Mach nach. Ja, da hat ein Zombie mehr Stacheln im Gesicht als Hellraiser. Spinne will auch nicht. Was ist denn mit dem Creeper da? Ist der zu krumm, um an diesem Erdstück da vorbeizukommen? Ja, geht doch. Jetzt hängt er hier unten fest. Ach, ihr seid nicht mit Intelligenz gesegnet. Komm schon. Komm, hut, hut, hut. Komm schon. Das könnte mal von mir aus, könnte es aufhören zu regnen. Ach. Mensch. Komm doch. Ja, deswegen müssen wir da unbedingt auch noch ein bisschen ausbauen. Das ist alles nicht so toll. Natürlich auch nicht, dass der jetzt hier explodiert, das wäre auch nicht so toll. Jetzt hat er es geschafft. Wow! Einmal Applaus für Creep Boy! Warte noch mit dem Sterben, ich würde dir gerne dabei zuschauen. Zu spät. Oder? Irgendwo muss der sein. Oder ist da noch was drin? Wäre ich eine Spinne? Ist aber nicht drin, glaube ich. Reicht nur. Hier war mal noch nichts. Creeper ist tot, entweder hat er nichts getroffen oder es ist nicht runtergekommen. Gucci, Gucci, komm nicht da hoch, komm nicht da hoch, nein, bleib unten, jawohl. Du dummes Vieh. Du stirb. Zack, weg ist er. Und ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, wenn es keine Luftblase war, dann war es wohl ein Faden. Ja, cool. Es funktioniert also. Ist da oben schon wieder was drin, oder? Nö. Hab ich mich wohl verhört. Das ist der Regen, der täuscht die Sinne. Ja, das ist aber auch sowas von laut, der Regen. Okay. Dann würde ich sagen, ein bisschen Platz haben wir noch. Dann können wir hier mal gerade ein bisschen unser Abgrabarbeit machen. Dass die nicht da unten hängen bleiben laufen. Das finde ich nämlich nicht so erquickend. Dann machen wir die Erde mal gerade rein, dass wir hier auch Löcher stopfen können noch. Ja, hier, die letzten Folgen hier, alles rund um die Monsterfalle, der Bau mit Komplikationen. Und jetzt endlich ist es soweit. Aber immer noch nicht so hundertprozentig fertig, weil, wie gesagt, hier die Zombies sollten doch noch ein bisschen in größerer Form spawnen. Ich hoffe, das wird noch. Eigentlich schon davon aus, dass das auch ein bisschen zufällig ist. Aber wenn wir hier das Licht ausmachen quasi,
sollte das auch ein bisschen besser funktionieren vielleicht. Dann können wir hier das alles ein bisschen ebnen und die Bäume rundherum wegmachen. Weil die Bäume, die stören mich auch. Weil da kann wirklich da die Spinne da aufs Dach gesprungen kommen und das finde ich nicht so toll. Dann machen wir das hier zu, das muss reichen. Wir müssen halt nachher gucken, wie wir unseren Wasserlauf da, wo wir den langs führen. Wir haben noch ein paar von allen Seiten ein bisschen Wasser, dazu müssen wir natürlich erst beigraben hier, dass die quasi hier hingespült werden. So weit kann ich mich ja nicht da oben ausbeugen. Ich könnte das natürlich auch erweitern. Aber ich mache das lieber mit Wasserlauf mal vorläufig. Das sollte auch funktionieren. Zumindest mal ein wenig. So, jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen freigeräumt. Jetzt holen wir den Baum hier weg, auch wenn die Schatten spenden und dann vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass hier Gegner gespawnt werden. Glaube ich mal. Ich bin mir aber da auch nicht so 100% sicher, weil wie man eben gesehen hat, dort hinten, wo das Licht brennt, vielleicht auch, weil es von der Lava kommt, ich weiß es nicht, da kommen die Gegner, obwohl sie ja eigentlich im Licht eher nicht gespawnt werden, da weiß ich auch nicht genau, was das soll. Und jetzt haben wir natürlich keine Axt dabei. Na gut, da gehen wir mal hier alles ablegen. Oder wir graben zuerst mal noch hier ein bisschen weiter. Machen das hier mal ein bisschen flacher. Kaputt ist. Und da können wir immer noch in unser Haus zurück das Zeug holen. Ich glaube, ich baue mal für diese Arbeit gleich auch eine Diamantenschippe, weil die ein bisschen länger hält. Aber ich bin mir da auch noch nicht so sicher, ob ich die jetzt dafür verwenden will. Weil, ja gut, es wird schon ein bisschen was abgraben zu sein. Abzugraben sein. Bla 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 bla. Ja, soviel dazu. Wir haben die Monster hier Party gemacht. Hätten sie es lieber dort hinten machen, aber ja, kann ich jetzt auch nicht ändern. Wir können uns ja auch nicht beschweren. Für den ersten Testlauf, in der ersten Nacht, da ist halt schon einiges zusammengekommen. Mach dich zu. Und das finde ich toll. Das legen wir jetzt auch alles hier rein. Das war falsch.